Jo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Heute mache ich passend zum Illich Major 2017 Finale ein Souvenir Case Opening, und zwar mache ich einmal von jeder Map die Case auf. Na, weil mir von jeder Map die natürlich die Atlanta 2017, also die Illich Souvenirkisten geholt. Einmal bis auf Inferno, weil die Map war ja so nicht dabei im Draw Pool, also die wurde ja nicht gespielt. Da habe ich mir halt mal irgendeine genommen, die würde ich dann auch gleich als erstes aufmachen, damit die halt gleich mal weg ist. Natürlich habe ich mir auch wieder bei den Kisten drauf geachtet, welche Sticker ich bekomme, also welche Sticker dann drauf sind. So dass dann halt zum Beispiel meine Lieblingsspieler wie NBK oder generell Teams wie SK da gut vertreten sind. Ja, aber aus dieser Case kann man ja generell nichts Gutes ziehen, finde ich, weil das ist einfach, ja, kein interessantes Skin meiner Meinung nach drinnen. Mal kurz gucken, dass ich da ungefähr eine Reihenfolge habe, welche Kisten ich da als erstes aufmache. Die Cobblestone kommt natürlich zum Schluss, also ist doch klar, ne? Als nächstes geht es dann weiter mit der Train. Red Quartz ist halt, finde ich, jetzt auch nichts Interessantes drinnen. Meiner Meinung nach die P250 sieht nice aus in FN. Sonst ja, die M4 könnte vielleicht etwas an Geld wert sein. Beziehungsweise die Tech9 sowieso, aber ist auch nichts wirklich Interessantes drinnen. Das sieht ja mal wirklich. Wobei die Sticker schon nice aus auf den Carbon. Condition wäre halt jetzt noch interessant. FN. Dann wäre der Preis natürlich noch interessant. 1,22. Naja. Da finde ich, schaut doch nicht so schlecht aus. Also ich hätte mir die schlechter vorgestellt. Also in Kombination mit den Stickern schaut das halt richtig nice aus. Könnte ich vielleicht für meinen... Wobei... Na egal. Machen wir einfach mal den Rest auf und schauen dann weiter. Nuklear-Turt. Machen wir die Mirage. Oder die 2 wäre ja auch noch. Die OMP Blaze hätte ich sogar. Die Max 7 wäre richtig nice, wenn das ein Low-Float wäre. Also dass das richtig knalliges Gelb wäre. Bei der MP9 wäre auch sick. Da war die MP9 auch schon vorbei. Und es ist die SG. Ja, könnte MW sein. Oder viel zestet. Gut. Dann machen wir gleich die 2 als nächstes. Die SG in Damaskus Stil wäre cool. Wobei eine Safari Mesh wäre eigentlich irgendwie Souvenir FN, das wäre halt, ja, das Shitskin halt nice. Das ist die Tech9. Fari Camo. Aber ich finde in Kombination mit den Stickern schaut das eigentlich eh nicht so schlecht. Ich finde generell die Sticker von der Major, also von der Elite, schauen ziemlich nice aus. Die haben sich ziemlich gut gemacht. Minimal Bear. So, dann hätten wir noch eine Overpass. Die Nuke, da lacke ich öfter rein. Machen wir halt mal Cage. Hier die Galilea Nice, beziehungsweise die Farmers. Tech9 habe ich sogar, nur in Field testet mit Penta-Sticker drauf. Lassen wir uns mal überraschen. Ich hoffe, das wäre nice, wenn ich irgendwo reinlacken würde. SG habe ich schon ziemlich oft gezogen. Das ist... Wenn ich... Es ist einfach, weiß ich nicht. Mal kurz in die Condition. MW. Nuke oder Overpass? Dann machen wir zuerst Overpass. Die Masterpiece wäre sick, beziehungsweise die AWP oder die USPS. Die bringen nämlich Money. Die Desert Eagle ist in FN, glaube ich, auch einiges wert, beziehungsweise die Knight.
Wäre krass, wenn da was Nices kommen würde. Und es ist die MP7, das ist nicht so krass. Die sieht Battle Game aus. Ja, die ist Battle Game sind Vater. Die ist Ultra Battle Game. So, Nook, ich hoffe, du enttäuscht mich nicht. Weil ich habe schon zweimal so ein, sag mal, Souvenir Case Opening gemacht. Beim ersten Mal habe ich eine Peter 50 gezogen. Das war dann aber ein Battle Game. Glaube ich trotzdem irgendwas um die 12 Euro. Beim zweiten Mal war dann die P90 Fallout Warning dabei, in FN, wo der Preis zwischen 160 und 200 Dollar liegt, also die ist krass. Und zum Beispiel die UMP in FN wäre, könnte ich dann eine richtige Collection machen. Einmal kurz reiben und hoffen, dass was Schlechtes kommt. Scheiße. Ne, die sieht halt jetzt nicht so... Die sieht eigentlich richtig scheiße aus. Viel testet. Ja, dann wären wir eigentlich schon wieder bei der letzten Kiste, bei der Cobblestone. Wenn da jetzt irgendwas... Na gut, eine AWP glaube ich sowieso nicht, dass die kommen wird. Also, glaube ich, bin mir zu 100% sicher. Also 100% sicher. Weil die Wahrscheinlichkeit, eine AWP zu bekommen, ist ja, glaube ich, 1 zu 10.000. Oder 1 zu 30.000, ich weiß es nicht. Irgendwas sowas... Solche Zahlen habe ich noch im Kopf. Aber vielleicht eine USBS Rule Blue in FN könnte schon sick sein. Könnte schon Mörder sick sein. Ich reibe halt mal so durch. Ich habe schon wieder so Drecks zwei Pfeile. Ich verstehe das nicht, wieso ich da immer zwei Pfeile dann habe. Ja, muss da reiben. Die USBS noch. Ja. Und dann hoffen, dass es krasses kommt. Oder nur halb so krasses. Und es ist die Drecks P90. Ich ziehe immer die Drecks P90. Aber die Sticker schon nice aus. Wenigstens sind die Sticker nice. Na gut. War jetzt eigentlich nicht so krass, was ich gezogen habe. Ich finde die SK20 ist zwar nichts wert, aber die sieht halt nice aus. Die Autozacke von CT. Aber sonst. Naja. Irgendein Skin war glaube ich noch was nice aussieht. So eine Optik. Ich glaube das war die Editik, nein. Aber ist halt alles nichts wert. Naja, egal. Dann hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Wenn ihr einen Daumen nach oben würde ich mich freuen. Schreibt mir in die Kommentare. Ja, keine Ahnung. Schreibt mir einfach irgendwas in die Kommentare. Und über ein Abo würde ich mich natürlich auch sehr freuen. Ansonsten sage ich dann auch ciao und bis zum nächsten Mal. Euer Alex.